Wir nähern uns mit großen Schritten. Dem? Nicht nur der Story, sondern auch der berüchtigten Folge 7. Oh Gott, ja, Folge 6 haben wir erst. Genau. Stimmt, das sind unsere Kumpanen. Tschüss. Nein, in den Zug. Du musst in den Zug. Ich wollte nur, wollt nur gucken, ob wir da schon rüber können. Können wir nicht. Aber dafür kriegen wir ja 2000 Gil. Achso, nee, ich habe mich gerade gewundert, warum es nicht weitergeht. Hier ist alle etwas langsamer im Spiel. Hey! Das kennt ihr weiter. Oh, hey, das ist, der gehört doch zu uns. Oder er sah genauso aus wie der eine, der zu uns gehört, ja. Aber er hat eben unsere Leute weggejagt. Finde ich nicht besonders nett von Nick. Vor allem, weil jetzt hier noch zwei Leute sitzen, die nicht zu uns gehören. Ich weiß immer nicht, wer gerade redet. Also ich glaube, wenn nichts drüber steht, ist es halt immer ein Nebencharakter. Mhm. Okay. Wieso haut er den denn jetzt? Also Nick, echt. Nur teure Angestellte oder die Durchführer dieses Komplotts. Oh, du arbeitest für Shinra. Shinra-Manager. Und mein Platz gebe ich dir auch nicht. Ja, das ist ja fast wie Rosa Parks. Ja. Und Dollar, Nummer, Prozent. Glückspilz. Hoch, Dollar, Raute, hoch, Dollar, Punkt, Ausrufezeichen, Gänsefüßchen. Nee, die Gänsefüßchen sind ja immer da. Haben wir etwa ein Problem, wenn er da sitzt? Ich meine, der hat doch Angst vor uns. Ja, der hat gerade einen Panikanfall. Oder halt einen Grafikbug. Ah. Nee, das gibt's in diesen technisch ausgebügelten Sachen nicht. Mhm. Unser nächstes Ziel. Sektor 5. Jesse hat vorhin schon erwähnt, dass es auf der oberen Platte eine Sicherheitskontrolle gibt, ja. Genau, es ist ziemlich stolz. Und darauf. Und wieso können wir auf unsere gefälschten Ausweisungen hören? Mello. Das bedeutet, wir haben nur 3 Minuten bis zur Ausweiskontrolle und was machen wir dann? Tja, das müssen wir uns wohl einfallen lassen. Entweder alle töten, die uns kontrollieren wollen. Okay, wir springen aus dem Zug. Oder wir springen aus dem Zug. Und der setzt sich erstmal ganz gelässig. Ja. Oh nein, ich fühle mich schon mal umschieben. Hat dir etwa nicht gefallen? Nee. Und ich vermisse den Cursor. Dann musst du wieder einschalten. Aber ich weiß doch nicht wie. Nur mit auswählen. Was soll man auswählen? Das ist vielleicht Select oder so. Erstmal gucken wir. Jetzt kommt wohl die Auswahlkontrolle. Oh oh, wir haben es vorgezogen. Jetzt fliegen wir auf. Hä? Vor allem, da ist gar kein Controller durchgekommen. Das ist bestimmt so automatisch von oben. Achso. Sie hat einen RFID-Chip implantiert und die halt nicht, vielleicht. Wir sind schon in der Patsche. Also Nick, an deiner Ausdrucksweise muss man echt arbeiten. Ja. 14 Sekunden, 13 Sekunden! Tschüss, schnell, ich geht wieder weg, runter, runter. Ja. Lauf, lauf! Ja, ich konnte nicht laufen. Oh, jetzt kommen wahrscheinlich noch Kämpfe. Weißt du? Ich lauf einfach. Ja, geht nicht. Neue Kontrolle, sind wir erledigt.
Ja, aber das ist irgendwann der Zug zu Ende. Das stimmt. Siehst du? Jetzt sind nämlich alle in unserer Party drin, deswegen gibt es gleich Kämpfe mit denen da vorne. Okay. Businessman vorne. Okay. Ja, mit dem Bart. Nee, das ist der Kragen. Das da ist der Kragen? Der Schnäuzer? Achso, ich dachte, du meinst am Rand das ja. Ding. Wenn, dann werden das ganz schön krasse Koteletten. So, haben wir schon geschafft. Nö. Ich schieb einfach mal nach vorne. Ja. Das muss ja auch ein Zug springen. Und die Wache da interessiert überhaupt nicht, was wir da gerade machen. Die macht gerade so Seitensport für die Hüfte. So immer rechts und links drin. Wie sieht's? Mhm. Ja, immer schön. Warum aus Hüfte? Der Hüfte? Weil. Dafür ist keine Zeit. Wir müssen springen. Die reden eindeutig zu viel dafür, dass es hier ganz knapp ist. Wir haben doch keine Zeit. Dann springt er gleich. Karin. Ja. Und da ich Karin niemals allein lassen würde, springe ich dir natürlich hinterher. 5 Minuten nachdem sie abgesprungen. Ah, jetzt. Oh, da sind die springen. So. Ich glaube, mit Patrouillen aus. Und was machen die drei anderen? Ach, die sind undercover unterwegs. Ja, aber wenn die keine gefälschten Ausweise haben? Weiß ich nicht. Hm. Das verläuft nach Plan? Frag ich mich auch. Okay, die drei anderen haben schon die ganze Arbeit gemacht und wir glitschen jetzt durch Nick durch. Ach nee, in Nick rein. Nee. Nee. Hä? So. Mach mal Select. Kommt da was? Nö. Nee. Und Start? Auch nicht. Und Y? Auch nicht. Und B? Und A? Hm. Tja, keine Ahnung, wie dieser. Ja, das ist ja X gewesen. Und zurück, B. 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 Fensterfarbe, Controller. Nee, das, ich habe auf irgendeine Taste gedrückt und dann kam das. Hm. Naja, dann musst du halt suchen. Hm. Oh nein, oh nein! Ja, was gibt's hier? Egel. Skorpionviecher. Seide. Sind wir jetzt bei Pokémon und das ist Fahnenschuss? Hast du eben Karin angreifen lassen? Ja. Sie hat gar keinen Zauber ausgesehen. Nee, aber die kann ordentlich zuhören. Naja, das Ding ist ja nicht mehr umgefallen. Doch? Nee, das war Fabian. Nick? Was? Ja. Na, bei ihr ist er ja nicht tot umgefallen. Hm. Nur so zur Hälfte. Das gucken wir gleich nochmal. Genauso, warum Karin keinen Zauber hat. Wir können nicht weiter. Okay, also ja, dann machen wir einfach doch hier das Teil kaputt. Einfach eine Bombe legen. Ja. Hineinschauen und doch halt dann erstmal hineingucken. Genau. Oder? Niemals blind irgendwo reinklettern. Wir müssen glatt durch. Oh oh, kein Zurück mehr. Na, wie? Ja. Beeil dich. Und Nick passt da durch? Hm. Ja. Na, ich glaube ja nicht wirklich. Ein Mensch ärgert dich nicht mehr. Äther. So, Äther ist grün. Trank war blau. Ja. Mhm. Und Äther ist meistens halt für was? Äther ist für... Leute betäuben und Magie wiederherstellen. Mhm. Hab ich nie benutzt für Fantasy. Hm. Gab's das da überhaupt? Ja. Das gibt's, glaube ich, in allen Fantasy-Spielen. Okay. Tränke, Äther und Phönixfedern. Ich weiß nur, dass es da übelst kompliziert war, Rikus
Limits und so. Und Basten-System. Ja, genau. Und man konnte ja 100.000 Sachen kombinieren und dann kam entweder total Schrott raus oder gar nicht mal so schlechte Sachen. Genau. Aber für die gar nicht mal so schlechten Sachen brauchte man auch gar nicht mal so schlechte Sachen zum Einsetzen. Genau. Die Leiter nach oben. Welche Leiter? Die hier? Anscheinend. Aber ich wollte erstmal gucken, ob das eine Truhe ist. Nee, das wurde nur so ein Loch. Ach so? Oder? Hm. Wieso sind hier Fische? Das ist gar kein Das Sinn. Ist Nick. Das ist Fabian. Aber doch, Fabian hat Zauber. Ja, okay, ja. Dann habe ich falsch geguckt. Oh. Ey, was greifst du unsere eigene Leute an? Anscheinend. Nick hat's verdient. Die Fische sind aber zäh. Ja. Aber mal so richtig. Zäh, der soll nicht kaputt gehen. Vielleicht zaubern? Ja, mit der kriegt gleich einen Elektroschock. Mein Sitz ist ein... ich bin Wasser-Elektro, war das immer so gut. Nick Limit. Dann, siehst du. Und der nächste kriegt Limit Break von Nick. Ein was? Limit Break. Ja. Was ist denn Limit Break? Die Limit Attacke. Einfach so. Und nein, das ist ein. Okay. Dann hoch die Treppe. Da hinten wäre auch noch eine, aber vielleicht kommen die später. Kommen wir da nicht her? Achso, kann auch sein. Alles ist schwarz. Ah, hier. Jessie? Tut mir leid. Wieso war das nicht seine Schuld? Ich denke, die Ausweise hätten eh nicht funktioniert. Bin ich jetzt wieder runter oder da? Der Versuch eins von beiden. Ah, Speicherpunkt. Speicherpunkt aber und weiß. Nicht ran. Doch, wir brauchen. Doch, warum? Nein, MC Escher, genau. Wer ist? Der war das mit den Treppen. Wer was? MC Escher? Ja. Wovon redest du gerade? Das war der mit den merkwürdigen Treppen, die halt immer nach unten gegangen sind und trotzdem oben wieder angefangen. Wir waren noch vorhin bei dem C, was ach, so kommt. Das ist ja schon ewig her. Ja. So. Das ist so lustig, wenn halt Leute irgendwie, wenn dem was einfällt. Was irgendwie von einer halben Stunde Thema war und dann sagen die einfach nur das Stichwort und ohne Hinführung, was überhaupt, wovon sie jetzt reden. Das schläft ich übrigens jemand. Ja, ich. Ist schlecht. Und du schläfst auch. Nein. Was? Das ist aber schlecht, ne? Warum? Naja, weil wenn alle drei schlafen, dann bringen die uns doch um. Oder? Nee, wir wachen wieder auf. Genau. Frauen und Emma wachen auf. Okay. Kann Alexi nicht, Alexi. Quatsch. Nein, Fabian. Ja, ich mach gleich Elektro. Nein, Alexi heißt bei mir immer der Typ aus Final Fantasy X. Die Hauptfigur. Achso. Deswegen. Der sieht ja genauso aus. Ja. Also ganz ehrlich, sehen ja immer gleich aus, diese Hauptfiguren. Also jetzt macht den Fisch mal platt. Blond und. Danke, Karo. Riesenschwert. Ja. Hm. Wobei. Was? Hä, aber haben wir. Warum haben wir nur 1100? Na, ich hab doch dieses eine Ding gekauft. Das Materie. Ach so. Für 600. Die könnten wir vielleicht auch nochmal ausrüsten, ne? Ja, okay. Doch. Nachdem du gespeichert hast. Okay. Und nachdem wir diese Folge beendet haben. Okay. Gut. Macht's gut.